Kling, kling. Warte mal. Warte. Ein Heiler wird geheilt. Lykanon. Kultisten. Warte mal. Ah, genau. Ja, ja, wir waren ja kurz vor. Ah, die Stimmen, die. Der Chor ist geil. Legen wir mal. So. Wir wollten ja gleich nach Athen. Aber erstmal schauen wir, was für. Oh, okay. Genau, bei den Thermopylen. Tochter der Artemis. Cassandra wurde vorgeschlagen. Daphne, die Anführerin der Tochter, die aufzusuchen. Und denn dort soll es großartig aufkommen. Ah, das ist das mit den Eber. Ja, da warte ich noch, bis wir Level 50 sind oder so. Weil der Eber hat genervt. Gut, dann. Ah, du hast gerade gebadet. Los jetzt, wer? Autopilot aktiviert. Entschuldigung. Das ist Pferd. Ja, selber Platz da. Irgendwie reiten wir gerade davon weg, oder? Also sie reitet hier hin. So, so, okay, okay. Na gut, Autopilot darf weiter. Das da. Yes. Bis der uns dann nicht angreift. Ach, schön. Nein. Ich lenke jetzt mal selbst. Scheint mir nicht klug zu sein, Tidios zu huldigen. Schließlich zog er den Zorn des Zeus und der anderen Götter auf sich. Was ist das denn? Hier passen die Wachen sicher gut auf. Die fressen seine Gedärme? Wo bin ich denn gerade? Okay. Befehlshaber und Kultistenwachen. Da ist irgendwas mit Kultisten. Das finde ich ja allerhand. Alter, wie das aussieht, ne? Krass. Ich glaube, das waren alle. Guten Tag. Laut.
Da kommt einer. Da kommt einer, da kommt einer. Da kommt. Da kommen zwei, oder? Komm hier. Ja, nicht dahin schauen. Komm her. Komm hierher. Ganz klar. Ja, ja, ja. Und da kommt der nächste. Ach, ist das schön. Was ist das für ein Geräusch? Das sind Pfeifen, Junge. Was? Macht noch einen Purzelbaum. Sehr sportlich, der Gute. Den Anführer da hinten habe ich für mein Schiff geholt. Aha. Das ist ja mal interessant. Aber wie hast du den für dein Schiff geholt? Ah, jetzt reicht mir aber. Ich muss erst wieder reinkommen in den Kampf. Wie kannst du daneben treten? Zweite Bewaffnung, nur Fäuste. Leben so weit runter, dass er fast tot ist und dann umboxen. Ah. Das geht natürlich auch. Ich nehme den mal irgendwo hin. So, okay. Den nehme ich mal. Noch einen Schatz plündern. Fancy. Bronzestiefel. Krass. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Da ist noch was. Pfeile. Ist immer gut. Da war noch was. Nee. Krass. Stellt euch vor, solche Riesen. Steindenkmäler hätte es wirklich gegeben. Junge, Junge. Da hätten so viele Künstler mehrere Leben dran gehockt, so ungefähr. Was? Okay, der Koloss von Rhodos. Der war auch enorm groß. Hey. So. Entschuldigung. Kämpft nur weiter. Alles gut. Guten Tag. Da drüben kämpfen die gerade. Willst du da mithelfen? Hat Athen oder Sparta gewonnen? Ich glaube, Athen hat gewonnen. Wenn der jetzt mitmacht, hat Sparta gewonnen.
Okay, Athen hat gewonnen. Wo reite ich eigentlich gerade hin? Es ist hier oben und nicht da. Ich reite die ganze Zeit zum Falschen. Ja. Wir haben den Riesen einen Typ gefunden. Ist doch auch geil. Arschbombe! Flatsch! Ich hätte beinahe die getötet. Ich gehe jetzt einfach querfeld ein. Ich glaube, ich glaube sogar wirklich, das geht schneller als jetzt zu reiten. Weil das ist einfach nur den Berg hoch. Und okay, das kann wirklich nur einer sagen, der voll an einen PC hockt und nicht den Berg erklimmen muss. Ich glaube, jeder andere würde lieber das Pferd nehmen. Ich auch. Vor allem so eine Wand hochzuklettern ist halt Respekt. Vor allem mit so. Oh, apropos, ich wollte gerade sagen, mit solchen Sandalen. Und wir haben ja fette neue Bronzestiefel bekommen. Attentat, Krieger und Jäger. Perfekt. So, da haben wir auch was Neues. Attentat und ja, alles im okay. 6% Jägerschaden ist zwar auch gut, aber das ist besser. Was haben wir hier? Kriegsstab. Ja, aber wunderbar. Ja, genau, wir haben ja gerade die Dolche. Okay, alles klar. Gut. Ich werde beim bloßen Zugucken schon müde. Oh, es tut mir leid. Hey, Renya übrigens. Braucht die Renya mehr Action? Ah, ich glaube, ich kann hier... ...bisschen runter. Ich bin tot. Doch nicht. Ich hab's überlebt. Ich bin gestorben, aber ich hab's überlebt. So. Sliding. Ich sehe gerade, dass bei der Übertragung wieder ein bisschen rot wird. Ich hoffe, es läuft flüssig bei euch. Eroberungsschlacht ist verfügbar. Uiuiui. Hm.
sieht schon geil aus hier. Tobi, ich brauche ein Emote mit Heiligenschein. Wie sagt das der Renja? Alter, was macht die denn? Also es hat funktioniert, aber... Okay. Hallo. Thermopylen. Man sagt, man kann dieses Schlachtfeld nicht überqueren, ohne dass sich die Füße rot färben vom Blut. Hier wurde Leonidas begraben. Ich wünschte, ich hätte ihn gekannt. Was ist mit den Athenern eigentlich los? Oh! Hier gab es wieder ein bisschen Fight, ne? Nicht aufheben. Gut, dann reden wir mal mit ihm. Wenn du deine Augen schließt, kannst du sie hören. Ihre letzten Kriegsschreie, bevor jeder dieser tapferen Spartiaten umkam. Sie wurden an diesem Tag zum Schweigen gebracht, aber an ihre Geschichte wird man sich auf ewig erinnern. Sag mir, warum wir hier sind. Wir müssen los. Nee, das Erste. Du hast mich doch nicht hierher gebracht, damit wir über tote Spartiaten reden. Was willst du, Herodotos? Die Schlacht bei den Thermopylen klingt noch in unseren Herzen nach, aber hier fühlt man es in den Knochen. Hier gibt es nichts außer Geistern. Ich sorge mich um die Lebenden. Strecke deinen Speer aus. Meinen Speer? Warum? Ich muss etwas wissen. Herodotos! Mir geht es gut. Er wollte nur knuddeln. Die Geschichten sind wahr. Es ist der Speer des Leonidas. Die Waffe eines Helden. Puh, ja. Ein krasser Film. Hey, Rake. Na,
heil von Ikea zurück. Gut, warum stand niemand Sparta dabei? Ich bin mal gespannt, ob der jetzt historisch Korrektes sagt oder ob er was Falsches sagt. Wo waren Spartas Verbündete? Die Spartiaten waren nicht die einzigen, die sich Xerxes und seinen Horden entgegenstellten. Aus der ganzen griechischen Welt kamen Menschen, die bewaffnet und bereit zum Kampf an der Seite von Leonidas und seinen 300 standen. Aber als der König Angst in ihren Augen sah, schickte er sie nach Hause. Das klingt nicht nach Mut, sondern nach Wahnsinn. Die Pythia sagte vorher, dass Sparta entweder seine Freiheit oder seinen König an die Perser verlieren würde. Leonidas traf eine Entscheidung. Ja. Stimmt nicht. Was geschah mit Leonidas nach der Schlacht? Xerxes war bekannt dafür, Krieger zu ehren, die heldenhaft gegen die Perser kämpften. Aber Leonidas hatte ihn so wütend gemacht, dass er ihm den Kopf abschnitt und aufspießte. Eine blutige Schlacht folgte. Seine sterblichen Überreste wurden von den Spartiaten geborgen und hier begraben. Jetzt ruht er jedenfalls dort, wo er hingehört. In Sparta. Also der Teil stimmt sogar. Was ist mit dem Verräter Ephialtes geschehen? Der König bezahlte ihn gut, aber auf Verrat folgt Verrat. Auf ihn wurde ein Kopfgeld ausgesetzt und er starb, wie er lebte, als Feigling. Du wusstest, dass das passieren würde. Ich wusste es nicht, aber ich ahnte es. Es gibt einen Ort, den ich für eine Traumvorstellung hielt. Bis jetzt. Ein merkwürdiger Bau auf der Insel Andros. Mysteriöse Formen in Stein gearbeitet. So etwas habe ich noch nie gesehen. Willst du nach Andros segeln, um mir diese Formen zu zeigen? Auf meinen Reisen hörte ich von einer alten Zivilisation. Von Menschen, die vor uns kamen. Dein Speer hat eine Verbindung zu diesem Ort. Teasert da gerade Atlantis? Wahrscheinlich, oder? Wer sind jene, die vor uns kamen? Du erwähntest Menschen, die vor uns kamen. Wer waren sie? Sie waren keine Götter, aber lebten länger als andere Sterbliche und waren viel intelligenter. Ich habe Dinge gesehen, in Höhlen eingemeißelt, seltsame Symbole, die vermuten lassen, dass es eine alte Zivilisation gab, die die Menschen erschuf und ihnen das Feuer gab. Aber Zeus gab Prometheus die Schuld. Ja. Vielleicht hat sein Adler die falsche Leber gefressen. Der Speer ist bei dir erwacht, Herodotos. Ich vertraue dir. Du verstehst. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um bei der Suche nach deiner Mutter zu helfen. Versprochen. Aber zuerst müssen wir nach Andros. Wir treffen uns am Schiff. Juhu, wieder segeln. Willkommen an Bord der Adrastea, Herodotos. Willst du uns begleiten? Nur ein kleines Stück. Ich habe in Athen etwas zu erledigen. Herodotos hilft mir, meine Mutter zu finden. Du hast den Beistand der Götter gesucht und sie brachten dir Herodotos. Genau wie sie dich zu mir brachten. Ihre Pläne entziehen sich unserem Verständnis. Wir können nichts tun, außer ihnen zu folgen. Vielleicht hast du recht. Herodotos und ich haben auch gemeinsame Feinde. Wie Elpeno? Er ist... wahr. Teil einer mächtigen Gruppe, die sich Kult des Kosmos nennt und über das Orakel die griechische Welt kontrolliert. Das Orakel kontrollieren? Unmöglich! Das würde Apollon nie zulassen! Jetzt suchen sie nach meiner Mutter. Ich muss sie finden. Bevor sie es tun. Und ich glaube, sie werden jeden bekämpfen, der ihnen in die Quere kommt. Bei Hermes! Das Orakel wird manipuliert und jetzt dieser Kult! Wissen wir, wer sie anführt? Ich weiß es nicht sicher, aber es könnte mein Bruder sein. Dein Bruder? Bei Zeus, dein Leben ist kompliziert. Wem sagst du das?
Aber keine Sorge, der Kult des Kosmos hat jetzt drei neue Feinde. Und eine davon kämpft wie Athena und scheißt Donner wie Zeus. Wir werden den Zorn der Götter über ihnen entfesseln. Ist er immer so positiv? Immer. Deshalb mag ich ihn so. Poseidon, trage uns nach Athen! Zuerst müssen wir nach Andros. Dann halt nach Andros! Wir werden mein Schiff etwas aufrüsten müssen. Ja, ich wollte die ganze Zeit warten, bis die aufhören zu reden. Weil... Deswegen. Gut. Aber die haben einfach nicht aufgehört zu reden. So. Ja, okay. Was meinst du? Ja, sie ist alt und vielleicht nicht mehr in der besten Verfassung. Hättest du das nicht vor dem Ablegen sagen können? Wo in Poseidons Namen sollen wir jetzt das Material herkriegen? Mein Vater brachte mir bei, dass die Seen sind und wir müssen dasselbe tun. Zum Glück gibt es hier viele Piratenschiffe, die wir kapern können. Ja, ich sehe es. Worauf warten wir noch? Jagen wir Piraten! So, kannst du das nicht früher sagen? Volle Geschwindigkeit! Erhöht das Tempo! Wow. Schützen! Bereit zum Gefecht! Also die Piraten haben gerade Bögen bereit! Die Spartaner platt gemacht. Alarm! Interessant. Ich ramm die mal, weil ich brauche Gegenstände. 22, okay, 22 Holz ist nicht viel. Die rudern ja echt blöd. Schiffszustand wiederhergestellt. Ach, das ist ja geil. Das ist ja lieb. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes. Wir werden uns treffen! Offene Gewässer! Ja, von hinten rammen ist nicht so schlimm, ne? Ja. Nice. Der obere Balken aus da, warte mal. Ah, der blaue. Okay, ja, natürlich habe ich den endlich. Ich bin ja kein Anfänger.